Hallo, liebes OdoTV-Team, Test 3 der Habeck 2. Nun habe ich sie komplett aufgebaut mit einem Tarp darüber. Das ist allerdings nicht das Original-Tarp, sondern das von Didi Hammock. Die Hängematte hier schön unter dem Tarp gespannt. Ich habe das Tarp heute mal ein bisschen niedriger gehangen. Es soll nämlich heute Nacht regnen. Dort hinten könnt ihr mein großes Tipi sehen, mein 8 bis 10 Personen Zelt. Dort werden dann heute Nacht meine Jungs schlafen. Und ich werde euch morgen früh berichten, wie die erste vollständige Nacht im Tarp gewesen ist. Hier nochmal der Blick von der anderen Seite. Dort unten übrigens gleich der hölzerne See. Warm wie eine Badewanne heute. Guten Morgen, OdoTV. Es ist 7 Uhr morgens. Das schöne Wetter ist leider vorbei. Es regnet hier heute in Strömen. Trotzdem liege ich trocken und warm in meiner Hängematte. Ja, hab schön geschlafen. Bei 20 Grad war der Schlafsack natürlich ganz schön warm und ich habe ihn zur Hälfte aufgelassen. Und so war das gut auszuhalten. Guten Morgen, liebes OdoTV-Team. Auch Nacht 2 habe ich in der Habeck-Hängematte gut verbracht. Über Kreuzschmerzen kann ich nicht klagen, mir tut nichts weh. Habe eigentlich auch ganz gut geschlafen. Obwohl es sehr doll geregnet hat, bin ich nicht nass geworden. Das Tarp hat geschützt. Zwei Sachen habe ich aber. Die Habeck ist im Schulterbereich meiner Meinung nach doch deutlich enger als die Didi Hammock. Also gerade heute kam es mir, heute Nacht oder in der vergangenen Nacht kam es mir sehr eng darin vor. Und ein Problem, was auch schon User im Forum angesprochen haben, in der Nacht waren 21 Grad, es war schwülwarm, drückend und ich habe mich kaputt geschwitzt in dem Schlafsack. Das ist halt der große Nachteil, dass man den Schlafsack nicht abnehmen kann, dass der nicht einfach als Decke oben drüber zu legen ist oder so. Ja, man ist eben an den Schlafsack gebunden. Und ich habe so geschwitzt, dass es auch innen drinnen in dem Schlafsack recht feucht geworden ist durch das Schwitzen. Ich weiß nicht, ob man das hier so erkennen kann. Ja, ist schon recht warm gewesen. Für eine normale Nacht ist der Schlafsack super, da gibt es nichts zu maulen. Aber wenn eben so eine Extremnächte sind wie jetzt, ist es doch schon sehr, sehr heiß. Mit Mücken ging es eigentlich. Von Mücken bin ich überwiegend verschont geblieben. Jo. Okay, das soll es von mir gewesen sein. Hier war euer Marc Boy für OdoTV mit einem Test des Habeck-Hängematten-Systems. Hängematte und Schlafsack in einem. Danke an Kilometer 276 für die Ermöglichung des Testes. Und euch allen noch einen schönen Tag. Tschüss.